So, guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen. In einem weiteren Video, 11.22 Uhr. Ich sitze hier seit 4-5 Stunden und bin am Arbeiten. Und ich habe ein Problem. Ich habe nicht wirklich was zu essen zu Hause. Und in meinem Gefrierfach ist auch nichts wirklich. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt? Auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, es gibt in Wien einen 24-Stunden-Pizza-Service. Aber das ist kein normaler Service. Diese Pizza wird von einem Nicht-Menschen zubereitet. Ich bin auch so ein Typ, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss immer Zähne putzen, bevor ich rausgehe. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall schnell erledigen. Regel, Wasser, Zahnpasta, nochmal Wasser. Die Nacht ist ruhig. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Stell dir mal vor, das wärst jetzt du nicht gewesen. Wie kalt ist es in Wien? Du hast die Pizza schon mal gegessen? Nee. Ah, du auch noch nicht. Ich kenne den Laden. Das Konzept, ich war noch nie dort. Wie heißt der? Bistro Box. Herzlich willkommen im 10. Bezirk, Ladies and Gentlemen, bei Vienna Dog Shop. Kann dir eine Sache schon wieder sagen, ich war hier noch nie. Nein. Was macht man hier auch? Hier ist nichts. Hier fährt hier eine U-Bahn hin? Ach so, da vorne, oder? Ja, die Doch, du warst hier. Wann? Jetzt erinnere ich mich. Da vorne, neben dem McDonald's, ist das Austria-Stadion. Also nur für euch, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kalt meine Hände sind. Der Wind zieht an meinen Händen vorbei, es ist sowas von kalt, aber es ist cool hier, es sieht cool aus. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? 0:03 Uhr. Wir sind gleich da, Ladies and Gentlemen, ich sehe es schon. Alle, eine Pizza kostet 3,90 €, ofenfrische Pizza rund um die Uhr. 24/7, Bistro-Box, ofenfrische Pizza rund um die Uhr. Was will man mehr? Wenn diese Pizza jetzt noch irgendwie schmeckt, dann passt alles. Also es ist deutlich kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Es gibt einen Stehplatz oder zwei Stehplätze und zwei Sitzplätze. Open up, bruh. Das ist der ganze Automat, hä? Okay, das ist schon mal eine ganze Pizza. Also das heißt, es ist nicht so groß. Es ist schon mal keine runde Pizza. Dann hier, tiefgefroren. Das heißt, der Automat wird so gesagt diese Pizza aufmachen müssen, durch so ein Laufband fahren lassen und dann kriegst du sie in die Hand. Es gibt Getränke. Das Problem ist halt, schau, diese Bilder haben nichts mit der Pizza zu tun. Hier. Süßigkeiten für die Nachspeise und hier gibt es noch mehr Bier und noch mehr Getränke. Wie zufrieden bist du mit Bistrobox? Das finden wir jetzt raus, Bistrobox. Wie vielen Leuten ist das ein Begriff? Das ist in Deutschland so der größte Triggerpunkt, was Österreich und Deutschland angeht, weil wir Tüte sagen und ihr sagt Sackerl. Aber ihr versteht uns, wir verstehen euch. Aber sagt man in Bayern so noch näher zu Österreich Sackerl oder Tüte? Nee, weil eigentlich habt ihr Österreicher auch Unrecht, weil ein Sack ist was anderes. Der Sack ist doch... Genau, das was der Nikolaus hat oder der Weihnachtsmann. Okay, dann fangen wir an mit Margarita. Bestellen wir die... Oh, Helene, bitte sei ruhig, mein Copyright auf YouTube hier. Preisvorteil, nehme zwei für 7,40 €. Nein, wir nehmen eine. Atemlos durch den Nacht. Bar bezahlen, komm, wir bezahlen Bar. Wie oft kommt es vor, dass ich Bargeld habe? Die kostet 3,90 €. Arrestgeld kommt da unten. Die Pizza gebacken kommt hier raus. 180 Sekunden. 3 Minuten. Was passiert jetzt hier drin? Da unten nimmt er sie raus. Aha, da ist die Margarita. Aha, da ist das Laufband. Hey, mach die Plastikverpackung weg, Kollege. Da, Plastikverpackung ist ab. Seht ihr das? Aber noch der Deckel ist drauf. Dang! Plastikdeckel angesaugt. Crazy. Da ist der Ofen. Da ist der Ofen. Das war auch alles, was man sieht. Ich tue so, als wäre das so die neueste Erfindung überhaupt. Aber geil, jetzt schauen wir mal, wie es ist. Jetzt läuft die Pizza da 2 Minuten durch den Ofen und dann war's das. Also, an Pizza Bistro, falls ihr dieses Video seht, ich finde das eine sehr, sehr geile Idee bis jetzt, ob die Pizza schmeckt oder nicht. Es ist einfach eine coole Idee. Hände desinfizieren. Wäre wichtig. 7 Sekunden, Ladies and Gentlemen. Ah, jetzt kommt sie. Da sieht man sie. Echt? Da sieht man sie. Da. Oh, da ist sie, da ist sie. Tada! Ich habe irgendwie Angst, meine Hand da reinzumachen, wenn es jetzt zugeht. Gib mir mal Pizza. Das Licht, da drin ist Ass, aber an sich sieht jetzt nicht besonders gut aus. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist eine Pizza. Eine Pizza heißt Käse, Tomatensauce, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr echter Käse ist und auch keine echte Tomatensauce. Ich will da einfach jetzt mal eine 1 bis 10 von euch in den Kommentaren sehen. Jeder mal eine 1 bis 10 raushauen. Ja, einfach ehrlich sein. Ihr dürft ehrlich sein. Ich glaube, Pizza Bistro oder wie heißt es? Bistro? Bistro Box. Bistro Box wird uns da nicht böse sein. Und wenn ich jetzt spät Hunger habe, wie es heute ist, dann kann man hier mal reinbeißen. Also der Teig, sag ich ehrlich, der ist eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist, weißt du, wie das Ding schmeckt? Es schmeckt nach nix. Es ist wie, als würdest du auf ein plaines Brot beißen. Das ist ein bisschen schade. Habt ihr gesehen, wie der Käse ist? Genau, ein Faden. So richtig chemikalischer Käse. Die werden wir jetzt auch nicht bewerten, weil sonst das wird unverschämt.
Ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich noch am meisten rausschmecke? Vielleicht noch dieser Oregano da oben. Es fühlt sich an wie Brot einfach. Also man könnte meiner Meinung nach die Margarita auf jeden Fall noch besser machen. Auch wenn es ein tief, ist ein tiefgefrorenes Ding. Ja, ja. Der Ofen funktioniert wie jeder andere auch. Das heißt, wenn du diese Pizza geil belegst und 3,90 Euro, das in der Produktion sind 20 Cent, Bro. Das ist gar nichts. Es schmeckt einfach nach nichts. Aber wir machen uns jetzt an die Bestellung zu welcher? Chili Beef. Chili Beef. So, Chili Beef kostet 5,50 Euro. Viel Geld. 5,50 Euro? Zahlst du 7 Euro, kriegst du einen kompletten Döner. Aha, der hat noch eine Rückseite, der gute Bart. Das macht doch schon sehr Spaß, dazu zu schauen. Hier haben wir auch das Beispiel, das Bildliche. So muss die Pizza aussehen. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch so aussieht. Am Ende des Tages wird sie trotzdem hier nicht liegen bleiben. Ich glaube, wenn die wieder kalt wird, die wird auch richtig ekelhaft dann so. Das ist keine Pizza, die du noch mal kalt essen kannst. Ah, die Pizza ist raus. Da ist sie. Und jetzt kommt die da ins Fach rein. Bumm, und jetzt ist sie hier. Baby, if you want me. Alan, das ist deine Pizza. So verkehrt da rein. Ja, nicht fallen lassen. Boah, sie schaut nicht schlecht aus. So hätte die Margarita aussehen müssen. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass die auch nach nichts schmeckt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die schmeckt nach nichts. Vielleicht ein bisschen nach den Jalapenos, aber das war's wieder. Wie macht man das, dass es nach nichts schmeckt? Das check ich nicht. So, Ladies and Gentlemen. Krank. Du hast echt recht. Man schmeckt nur leicht Schärfe. Blind könnte ich dir nicht sagen, was ich esse. Jeder extra long chili cheeseburger bei Burger King schmeckt 10-mal intensiver als das Ding. Ist doch traurig, oder? Kebab-Sei brauchen wir nicht probieren, Bruder. Ich weiß genau, was da rauskommt. Schmeckt dann leicht nach Joghurtsoße, das war's. Und man schmeckt immer nur eine Sache. Professor Randy hat euch jetzt was zu erklären. Das Konzept von Bistrobox. Wenn ihr da reinkommt, ist natürlich das Highlight, dass man hier direkt sieht. Tür auf. Der Ofen. Warme Pizza. Ofenfrisch steht da. Verlockt ein. Aber die meisten Leute kommen hier rein für genau eine Sache. Für diese Area. Boom. Dann trinken sie ein Bier und verbringen hier so ein bisschen Zeit und denken sich, ah, okay, ah, da gibt es noch was Süßes. Bevor ich was Süßes esse, hole ich mir eher noch mal was Warmes. Dann gehen sie hier hin und denken sich so, okay, bevor ich mir sowas hole, hole ich mir lieber ein Bier oder hier ein Bier. Nachdem sie dann alles intus haben, denken sie so, ah, ich habe auch ein bisschen Hunger. Dann kommt der Moment, wo dieser Bistro-Box-Pizzaofen, der Kollege macht euch dann eine Pizza, 24/7. Und ihr denkt euch, geil, die fetze ich mir jetzt rein. Für 3,90 oder für 5,50. Luigi, was sagen wir dazu? Apropos Luigi, bitte Luigi, schau dieses Video nicht an. Bitte nicht. Ja. Wenn Luigi sieht, dass ich hier Pizza gegessen habe, ich darf nie wieder Pizza beim Essen. Und du auch nicht. Eigentlich ist es wichtig, dass die Pizza schmeckt, aber ich denke mir, du bist im Sommer, du warst feiern. Weißt du, was ich meine? So BK, Burger King ist zu, du kommst hierher. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Es ist, glaube ich, mehr die Experience als... Und das ist der positive Punkt an dieser Bistrobox. Und am Ende des Tages, ich hatte ein bisschen Hunger und mein Magen ist voll. Wenn ich morgen keine Bauchschmerzen habe, ist alles gut. Aber was ich sagen will ist, Bistrobox, man könnte diese Pizza leckerer machen für den Preis. Das wisst ihr und das wissen wir. Bistrobox, Kuss geht raus. Shevas, Bistrobox, Luigi. Also Luigi, das ist hier eine offizielle Entschuldigung von uns beiden. Wir machen so einen Fehler nie wieder. Wir hoffen, wir dürfen bei dir noch Pizza essen. In diesem Sinne, gute Nacht, danke fürs Einschalten. Zu leid, es hat mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. Aber das ist sehr verschwommen, diese Schrift. Da steht 3,30. Hey, das hat früher 3,30 gekostet. Bistrobox, Kuss geht raus.